Hallo Lieben, hier ist die Rose Fröhlich, heute eure Ernährungstante. Heute echter Patientenfall, ich selber. Was ist eine Ernährungsberatung? Also denkt dran, plus weg, Abo abschließen, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, Fragestellung, was esse ich eigentlich selber? Ich bin ja in der Beratung ganz viel unterwegs und natürlich finde ich es immer am besten, wenn man das, was man erzählt, auch selber im Alltag umsetzt. Und heute zum Beispiel haben wir ja hier verschiedene Patientenberatungen und ich mache es so, dass ich immer zwischendurch ein bisschen Brot esse, abbeiße, kleinschneide, dass ich sozusagen zwischen den Beratungen, wenn geswitcht wird, gegessen wird. Dann natürlich die Eiweißquelle, also Quark, Joghurt. Da ich selber eine Laktoseintoleranz habe, geht halt Milch und Joghurt nicht, weil der einfach Beschwerden macht. Quark vertrage ich aber sehr gut oder zum Beispiel Käse auf Brot. Und naja, das Gemüse nicht zu vergessen. Ich weiß, es ist immer eine große Herausforderung mit dem Essen. Manchmal gibt es zum Beispiel auch einfach Nudeln. Das heißt, wenn man mal das Gefühl nicht nach Essen, also nach Brot oder sowas essen hat, dann kann man zum Beispiel einfach auch Nudelgeschichte nehmen. Wir haben hier, weil meine Tochter sozusagen nicht alles verträgt, aber bestimmte Sachen essen kann, zum Beispiel dann auch immer diese Fertignudeln als Ersatz mal da. Das heißt, ich bin sowieso jemand, mit dem kann man alles essen, alles trinken, in der Regel, solange es man natürlich verträgt. Und die Menge ist entscheidend. Das heißt, an der Stelle, ja, auch ich esse mal Chips oder Schokolade, wobei Schokolade bin ich zurückhaltender, weil ich die nicht so vertrage mit der Haut. Also an der Stelle, ganz normaler Mensch und die Tipps sollen ja auch am Ende zu euch passen. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.